Und jetzt werdet ihr aber was anderes ziemlich cooles sehen an dem Spiel. Nämlich Inia. Diener von Tendes. Der ist, das hier ist wirklich ziemlich cool gemacht, den Raum, wenn man hinguckt, wenn man tot ist. Und ich belebe mich jetzt mal wieder. Ja, willst du nicht hier nochmal ein bisschen zeigen? Hier sieht es nämlich ziemlich cool aus. Hier überall so ein bisschen sieht auch den Ritualraum, überall Kerzen. Ja, so ein Bruder auf dem Boden. Viel mehr zeigen als zeigen kann ich auch nicht. Und drumrum unendliche Schwärze. Das sieht schon ziemlich cool aus. Unendliche Schwärze? Ich glaub schon. Kommen wir jetzt hier rein? Ich weiß nein, nicht, ich glaube gegen die Wand. So ah, okay. Naja, aber dieser Typ sieht ziemlich cool aus. Also, ja. Der wäre, den würde ich gerne spielen, muss ich sagen. So, ich versuche mal, wie war das? Genau so war das. Ja. Der hat, das ist schon, der hat wirklich. Ganz im Ernst? Ziel. Ich mach mir hier. Mann, wie kann man das? Ich mach hier mal einen Screenshot. Ja, weil der ist wirklich cool. Wie macht man den denn im Spiel? Weiß ich nicht genau. Doch, ich glaube, das war gerade einer. Ja, mit Druck wie immer, oder? Genau. Genau. Dann würde ich sagen, können wir dann doch aber mal wieder mit dem machen. Hier steht noch ein Sensemann, oder? Ja. So, hier ist er mit allem drum und dran. Okay. Der gut. Sieht aus wie so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Goblin-Geist? Was bringt das? Was kann da? Ah, gibt den Goblin-Mirror. Ah, dann okay. Kann man sich so. Ohne Debuff hier überleben lassen, für wahrscheinlich. Irgendwie so, ja. Na gut, ich fällt gerade gar nicht ein, die eine Rasse von allen. Ja, so mein Laden. Sensemann ein. Das Laden. Ah, ja, Leute. Ja, das Laden wieder mit der Aufnahme. Das ist. Also bei mir bist du schon da als Geist. So, wir müssen zu unserer Leiche gehen, oder? Kann gut sein, ja. Aber ist nicht so weit weg. Aber wir sollten uns nicht nochmal mit diesem Mega-Hörnchen anlegen. Obwohl, nee, du bist glaube ich wieder normal. Ne? Ja, doch, jetzt bin ich wieder normal. Steht da auch irgendwie, dass ich da hingehen soll oder so. Jetzt habe ich nur wahrscheinlich einen Debuff oder sowas. Hätte man das nicht bei Alerts? Ja, du musst in die. Ins Inventar, in die Fähigkeiten gucken. Nö, ich sehe da gerade gar nichts. Hm. Merkwürdig. Haben bei Alots die Gegenstände, also Hüten? Nö, die haben auch nicht keinen Schaden gekriegt. Also. Hm. Höh, war das, gab's da nicht mal sowas? Haben sie das rausgenommen? Hast du einen Dieber? Oder so? Nö. Gab's mal alles da keinen? Du bei Roots of Magic? Ich weiß es gerade. Roots of Magic hat man noch eine Fähigkeit. Ja, wow. Dieber. Okay, den lassen wir jetzt mal. Wir lassen ihn mal. Dann töten wir mal die Hechte, ne? Jo, ja, mit dem legen wir uns erstmal nicht wieder so schnell an. Wer so große Zähne hat, muss schon heftiger Gegner sein. Ja, dann holen wir uns jetzt ein paar Wischköpfe. Oha, hier sind aber auch schon ziemlich viel an Zeug rum auf dem Boden. Skelette und sowas. Ich fürchte, ja. Beinahe da müssen wir das Seemonster beschwören. Müssen wir ein Seemonster beschwören? Ich glaube schon. Seemonster anlocken müssen wir. Ich hoffe, das wird nicht auch wieder so die Gruppenquest mit dem Nee, die ist keine blaue Markierung. Okay. Anscheinend haben die Gruppenquest blaue Markierung. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ja. Also es ist ja auch mit verschiedenen Ebenen bei Alerts. Also man muss schon wirklich auf derselben Ebene sein. Oh, ich hab gerade das automatisch gelaufen. Das ist immer. Nee, man muss nicht in derselben Ebene wie die Fische sein. Nee. Kannst auch ein bisschen von oberhalb oder unterhalb okay. Schlagen. Okay, man muss hier einen größeren Fisch beschwören. Ich dachte, der schwimmt hier so oder so. Ja, was heißt beschwören? Ne? Ich glaube, ich habe es einfach beschwören genannt, weil ich nicht genau muss. Ich dachte, hier schwimmt so oder so sowieso noch irgendein größerer Fisch. Nee, da unten schon kleine Fische. Ich glaube, die sind nur noch Deko. Da schwimme ich gleich mal hin. Ich schaffe nicht, was zu tun. Das ist mein Fischgerät.
Dann Ach, schon. hier sucht noch jemand Leute für Heilmittel der Tollwut. Klaus Aha. Dietmar, der Mobklauer. Ja. Wollen wir das jetzt schon machen oder wollen wir das Weiß erst noch ich ein bisschen nicht. ruhen lassen? Ja, muss eigentlich nicht sein. Können wir dann auch später machen. Das wird vielleicht dann irgendwie so eine coole Folge, die während unseres Urlaubs läuft oder so. Ja, So kann als gut sein. Entschädigung dafür, dass wir nicht da sind. Vielleicht machen wir es dann noch im Urlaub oder so, jeden zweiten Tag eine Folge oder so. Kommt drauf an, wie viel wir es schaffen vorzuproduzieren, ne? Ja, und wie oft wir es schaffen, irgendwie an Internetanschluss zu kommen. Genau. Ich habe eine Hose. Ah, die ist eh nicht besser. Naja, was soll's. Ich habe vier Fischköpfe. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe Geschwindigkeit auch 4. Hier ist Das nur ist ja alles gut. Ich tot, glaube, weil hier dann. mehrere Leute fischen. Ja, ich gehe jetzt wieder in den Bereich zurück, wo der für die Quest angezeigt ist. Mach ich auch mal. Ach, da macht jemand anderes noch. Zwei andere Leute machen Tollwut mit. Naja, egal, lassen wir es trotzdem bleiben. Eine Stunde schon wieder aufgenommen. Oha, oha. Da haben wir jetzt schon insgesamt 300 Minuten, oder? Ja. Meiner. Hoffentlich bin ich auf derselben Länge. Du hast den Fischkopf gekriegt. Du Fischkopf. Hast mir Danke. erstmal den Mob geklaut. Ich habe ihn zuerst angegriffen. Ach ja, ich finde gerade keinen. Das ist ja ein bisschen mühselig hier. Kann man nicht irgendwie mit einer Angel oder mit so einem Netz auf Jagd gehen hier? Tauch mal kurz wieder auf, Das das wäre schaffe ich. einfacher. Vielleicht sieht man das Bisschen auch Luft holen. oben. Eine bessere Sicht. Nee, von oben sieht man nicht Hier. viel. Tja, gute Frage. Wie können wir das jetzt verkürzen? Spawnt aber erstmal jetzt Neues. Ah, da ist wieder einer. Da ist noch ein anderer, der ist ein bisschen weiter weg, aber. Und hoffentlich ein Fischkopf. Ja, ein Fischkopf. Und noch einer. Jetzt spawnen noch gerade wieder, aber scheinbar spawnen die nicht so schnell wie andere Mobs hier. Ne, sieht so aus. So, der kommt tot. Zeichen des Fleißes und Fisch. Noch eins. Aber das ist wirklich kein Quest, ne? Nee. Vielleicht werden wir später noch herausfinden, was man damit so machen kann. Den nächsten Mob hat erwischt. Dann haben wir glatt ertränkt. Ich kümmere mich auch schon um den nächsten. So, dass ich überhaupt meinen Blitzzauber einsetzen kann hier im Wasser. Dass ich nicht Hier hier ist ein gleich alle Fische auf Gürtel, aber einmal nee, der entfalle. Gürtel ist schlechter, den muss ich jetzt leider liegen lassen. Das hier ist wieder eine Hose, das meine ich so richtig oder nicht. Nee, Hosen trägst du generell nicht. Naja, Den schon. Argos. Also RL und so. Also ich gehe nicht immer nachts durch die Meile shoppen oder so, die Einkaufsmeile. Das überlasse ich lieber anderen. Da gibt es ja genug Leute, die dann später RTL-Promi werden. Kann man nicht so machen, So, ne? wie viel hast du denn? Ich habe 8. Ich auch. Gleich 9, hoffe ich zumindest. Ich hoffe nicht. Und 9. Wunderbar. Ich habe schon den nächsten Hecht im Visier. Den werde ich gleich per Hand die Kiemen rausreißen. Ganz brutal. Dann werde ich ihn lebendig filetieren.
Und ich 10. Müsste jetzt auch 10 haben. Ja, 10. Jetzt brauchen wir noch einen Bauch mit Fischköpfen. Oh, hier ist das Seemonster. Ah, okay. Ich glaube, einmal noch drauf. Vielleicht kriegen wir. Nein. Wir kriegen nicht. Nee, ich glaube, wir müssen das schon selber anlaufen. Level 8 auch. Okay. Aber der hat das alleine geschafft. Und der ist Level 6. Also, wenn wir das nicht schaffen. Naja, das wäre ein bisschen zu peinlich, wenn der so viel besser wäre als wir. So, wo kriegen wir jetzt diesen Korb her? Und legt ihre Köpfe in den Fischkorb, dann halt in den Kopf. Okay, wir brauchen irgendwoher so einen Fischkorb. Haben wir nicht vielleicht einfach einen im Inventar? Weiß ich nicht. Leerer Korb des Fischers. Bin ich blind? Achso, das sieht aus wie ein Netz. Die sollen wir da, zieht man die da rauf oder was? Nee, ich weiß nicht. Du musst das Netz benutzen, also den Korb. Ah, okay. Jetzt sind die Fische da drin. Ah, okay, wunderbar. Wo war das nochmal gleich? Das war doch an der Stelle, wo ich vermutet hatte, dass es. Nein, so der Insel. Ja. Ja, da wo doch auch die Skelette auf dem Boden sind. Jo, ich benutze es. Jo. Einmal untertauchen. Soll ich dir helfen? Dann, ja, jo. Ich weiß nicht, ob das für beide zählt. Ich auch nicht. Ich glaube auch fast nicht. Na, Seemonster. Fangbi. Das Seemonster. Super, das sieht ja aus wie ein bisschen aus. Krokodil und Hecht, ne? Beinahe. Das ist ein bisschen blöd. Und irgendwie kommt das nicht in mein Leben. Naja, es will ja auch, glaube ich, nicht unbedingt gerne sterben. Also, das Ding ist nicht gut. Na gut. Dann ramm ich mal so den Schwert. Das macht Damage. Macht Damage. Hm. Wenn ich nicht langsam bin, dann kriege ich auch noch den Kopf. Aber Nessie ist es ja nicht unbedingt gerade. Nee, Kopf ist irgendwann so. Heute habe ich die Quest, glaube ich, fertig. Ne? Ja. Oh, ich habe es auch gekriegt. Cool. Ja, super. Jetzt hast du die Dinger. Du kannst es jetzt auch beschwören. Soll ich mal probieren? Ja, probier mal. Nur so XP-mäßig. Just for fun? Ja, geht. Soll ich mit drauf noch? Ja, weiß nicht, ich muss so wissen. Nö, nee, kannst du ja mal ausprobieren. Ja, ich hab nur gerade keine Begleiterenergie mehr. Da mischt sich glatt einer mit ein. Na, dann mach ich das auch. Na gut, ist eh schon tot. Erledigt. Das, der kann man, glaube ich, öfter machen, das Netz behält den Korb behält man. Ja. Bringt der denn viele Erfahrungspunkte? Ich hab gar nicht mehr drauf geachtet. 32. Ich benötige noch 8474. Naja, 32 ist jetzt nicht so. Nö, lohnt sich nicht. Nee. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt ihm noch zu, ob er es denn schafft. Ansgard. Ansgard, ja. Der ein Bild, aber ich mische mich ein. Boah, ich glaube, das wird dich nicht stören. Ich blitze den ein bisschen. Oh, ich habe hier. Ist er jetzt weg? Ja. Er ist gestorben, glaube ich. Okay. Er hat gerade überhaupt nicht mehr angegriffen. Okay. Dolch des unfähigen Scharfschützen. Naja, das ist für mich schlecht. Ich kann eh kein Dolch benutzen. Ich lasse einfach da drin. Na gut. Dann würde ich sagen, können wir die Quest abgeben oder was? Aber ich glaube, das müssen wir in der Stadt machen. Ja, wir müssen jetzt wieder zurück in die Stadt. Da können wir drei Quests abgeben. Ja, die mit dem Eichhörnchen lassen wir erstmal sein, glaube ich. Ja. Oder suchen uns da noch ein paar Leute. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Jo, würde ich auch sagen.